Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von dem Spiel Missile Defense von Dr. Mortal Wombat. Auch dieses Jahr erschienen. Worum geht's? Also wir haben Atomraketenangriffe und drei Geschütze und müssen versuchen, die herannahenden Missiles, also Raketen, abzuschießen. Wir können mit dem Joystick oder mit der Maus spielen. Und soweit ich weiß, nur ein One-Player-Modus. Genau, mit dem Joystick kontrollieren wir das Fadenkreuz und hier können wir dann die Missiles abschießen und wenn es im Radius sich befindet, dann nehmen wir das noch mit. Und unten dürfen halt die Bunker nicht zerstört werden. So, Level 1 sieht noch ganz gut aus. Wir bekommen, glaube ich, einen Zeitbonus, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Man kann mit der Maus spielen, da ist man bestimmt von der Steuerung noch besser unterwegs. Als mit dem Joystick. Aber ich spiele halt so gerne mit dem Competition Pro. Ah. Ja. Das war knapp. Einschlag. Oh. Puh. Die Geschütze bekommen wir Gott sei Dank im nächsten Level wieder setzt, aber halt nicht die Bunker. Aber es ist auch der Vorführeffekt, wenn man labern muss und... Ja, aber ich wollte euch auch mal einen Eindruck von dem Spiel gewähren. Ups, das sieht schlecht aus. Wir haben nur noch einen Bunker, der zu beschützen gilt. Ja, mit Maus ist es schon eine andere Nummer. Okay. Da sind wir. Game over. Jo, in der Videobeschreibung Duck and Over. Duck and Cover. Sehr schön. Ja, in der Videobeschreibung schreibe ich euch, wo ihr das Spiel runterladen könnt. Und ja, diesmal nur ein kurzer Anriss. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Ihr könnt es kostenlos oder gegen Spende herunterladen. Bis denn, see ya, ahoi und ciao, ciao.